wird auch mal der Zusammenhang bedacht zwischen Bevölkerungswachstum und bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe mal gehört, dass in den Palästinenserlagern, die schon längere Zeit existieren, dass dort besonders große Kinderzahl pro Frau vorhanden sind, weil laut Definition sind die Kinder von den Geflüchteten auch des Status Geflüchtete und haben dann Anspruch auf internationale Unterstützung, bedingungslos. Und da ist der Verdacht vorhanden, dass das Umfeld sozusagen bedeutet hat, dass dann die Zahl der Kinder pro Frau ansteigt. Und da ist die Frage, ob das im Interesse der gesamten Menschheit ist. Also wir wissen, dass in den Ländern, wo die Kinder faktisch als die Absicherung für Eltern gelten müssen, weil es keine Sozialversicherungssysteme oder andere Absicherungssysteme gibt, wir eine relativ hohe Population an Kindern haben. Im Umkehrfall in hochentwickelten Ländern, in Anführungsstrichen hochentwickelt ist Deutschland auch nicht, weil wir eher Barbaren sind in Beziehung zum globalen Süden, ist es so, dass wenn Menschen relativ gut abgesichert sind, die Geburtlichkeit eher sinkt. Weil dann das Kind nicht mehr die Funktion hat, dasjenige zu sein, was in der Familie dann, weil es dann in Erwerbsleben geht, faktisch die Älteren auch mit abzusichern. Weil es gemeinschaftliche, staatliche, wie auch immer, Gemeinwesen, vom Gemeinwesen her, politisch gewollte Absicherungssysteme gibt, die faktisch so eine Overpopulation, Überpopulation ein Stück weit oder ganz starkes Stück sogar dezimieren. Also das wäre meine direkte Gegenthese dazu. Ich behaupte, dass wenn wir in eine gesicherte Welt kommen, wir wieder eine ordentliche Balance zwischen Nachwuchs und Älteren bekommen werden. Aber das ist eine Behauptung. Aber es ist empirisch nachgewiesen, entwickelte Länder haben dieses große Problem weniger. Eigentlich gar nicht. Man muss vielleicht auch den Kontext sehen. Warum haben Sie die vielen Kinder? Vielleicht, weil sie bei der Arbeit mithelfen können und so. Ne? Das ist ja genau das ökonomische Argument. Das ist genau das ökonomische Argument, was ich meine. Ab wann würde das Grundeinkommen bezahlt werden? Ab welchem Alter? Würde es heißen, eine Frau, die... Von der Wiege bis zur Bahre. Von der Wiege bis zur Bahre. Wiege bis zur Bahre. Das heißt, ein Kind würde der Familie noch mal 1.000 Euro bringen. Nein, das kommt auf das Grundeinkommensmodell in Deutschland an. Wir reden jetzt von Deutschland bei 1.000 Euro, okay? Ja, okay. Okay. Und da gibt es verschiedene Modelle. Zum Beispiel die BAG Grundeinkommen. Die Linke sagt, Kinder bis zum 16. Lebensjahr die Hälfte. Und ab 17. Lebensjahr, also vollendeten 16. Lebensjahr, schlicht und ergreifend 1.080. Es gibt Grundeinkommensmodelle, die sagen, so wie Sie jetzt mutmaßt haben, alle in der gleichen Höhe. Es gibt Grundeinkommensmodelle, die sagen 1.000 Euro für Erwachsene, 300 für Kind. Es gibt sehr Unterschiede. Welches unterstützen Sie? Ich unterstütze keins. Das heißt? Weil ich mich aus dieser Diskussion gerne zurückhalte. Weil die wird hoch emotional geführt. Und es gibt sowohl Gründe zu sagen, die Hälfte oder mehr als die Hälfte. Es gibt genauso gute Gründe zu sagen, genauso hoch. Also Sie haben gesagt, das Grundeinkommen muss man sich politisch erstreiten. Und da Sie gesagt haben, Sie arbeiten ja mit jetzt im Bundestag beziehungsweise bei Frau Kipping, mich interessiert mal so die politische Lage in dem Sinne. Die linken Position ist ja jetzt, wenn man sich jetzt so die allgemeinen Medien anguckt, immer mehr eine Randposition geworden, ja, die sozusagen durch die AfD kaum noch, finde ich, wirklich auftritt. Also wenn ich höre ganz regelmäßig Deutschlandfunk und da wird... Also genau diese Positionen werden einfach, die bekommen wenig Raum, ja, selbst im Deutschlandfunk. So. Und deswegen nochmal zurück zu meiner Frage. Wir haben ja ein Riesenkartell von CDU und von einer riesen Lobbyarbeit, die unterstützen diesen wahnsinnigen globalen Kapitalismus, wo wir große Konzerne haben wie VW und noch größere. Und das ist ja im Prinzip im Moment eine ganz starke Linie. Ja? Also diese, wie Sie gesagt haben, die Ausbeutung immer noch zu verschärfen. Und in dieser Beziehung das Grundeinkommen zu diskutieren, da würde mich einfach mal interessieren, wie das jetzt aus Ihrer Erfahrung ist. Ist das eine Randdebatte oder setzt sich das fort oder gibt es überhaupt Chancen, das in einen größeren politischen Diskurs einzuführen? Oder ist das nur so ein Lichtchen am Rande? Wie sehen Sie das? Also ich bin seit 12 Jahren jetzt in der Grundeinkommensbewegung, innerlich schon eher dabei, aber dann erst seit 12 Jahren politisch aktiv. Und also ich habe einen sehr langen Überblick, schon einen Zeitraum sozusagen. Und kenne ja, da ich viel auch Geschichte der Idee des Grundeinkommens mache, ne, was ich vorhin sagte, die Existenzgeldleute, stelle ich fest, so viel Grundeinkommen war in Deutschland in den Zeitungen noch nie wie jetzt. Gehen Sie einfach auf die Seite von grundeinkommen.de oder Archivgrundeinkommen. Sie haben jeden Tag in irgendeiner Zeitung, in großen süddeutschen Zeit bis in Deutschland, haben Sie Berichte über das Thema Grundeinkommen.
enormer Zuwachs der Diskussion. Das hat vielerlei Gründe. Das hat die Schweizer Abstimmung als Hintergrund. Das hat die ganze Debatte, die ich vorhin angeführt habe, um den anderen Arbeitsbegriff. Die Feministinnen werden auch reger und fordern ihren anderen Arbeitsbegriff und die andere Vorstellung, wo ein Grundeinkommen dazugehört, mit ein. Das hat die ganze Automatisierungsdebatte als Hintergrund. Also diese Ansage, wovon sollen denn Menschen leben, wenn Erwerbsarbeit verdrängt wird durch die Maschinen? Das hat die Denke. Und da fragt man sich, gibt es übrigens eine relativ einfache Antwort drauf. Ich sage nur, die Denke ist ein bisschen schräg. Die Antwort hatten bereits 1930 schon die sogenannten Distributionisten gebracht. Und ein Wirtschaftsnobelpreisträger, Leontief Vasili, können Sie alle die Beiträge auf grundeinkommen.de auch nachlesen von mir, hat auch Antworten drauf gegeben. Der hat nämlich so ein Paradiesparadoxon erfunden. Kennt das jemand? Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, ist ein Gedankenspiel, geht gar nicht. Wo alles, was wir Menschen brauchen, es geht schon bei der Sorgearbeit nicht, ne? Schon Klammer auf, Klammer zu, aber alles, was wir an Güter und Dienstleistungen bräuchten, würde durch Automaten produziert. Stellen Sie es vor, Paradies. Also es würde uns alle von Automaten wie früher, ne? die Tauben und was da alles so in den Mund flog, die Gebratenen, also wie Paradies. Und trotzdem würden alle verhungern. Also alles wurde von Automaten produziert, wir würden trotzdem verhungern. Warum? Na, es gibt kein Einkommen mehr. Es wird kein Erwerbseinkommen mehr generiert. Man kann sich faktisch nichts kaufen. Das ist doch paradox, ne? Das nannte er Paradiesparadoxon. Wir haben keine Erwerbseinkommen, die mehr generiert werden. Ergen können die Güter und Dienstleistungen, die netten Automaten, die Roboter, Rab, der Sklave, daher kommt der Begriff aus dem Russischen, Schichten ergreifend, sozusagen uns mit Warengütern überfüllen. Wir können aber nichts kaufen. Die Logik ist ganz einfach. Ich muss die Existenzsicherung, Teilbesicherung von der Erwerbsarbeit entkoppeln. Warum ich das Problem der Automatisierung nicht für hilfreich halte? Weil dieses Problem der Automatisierung haben wir bereits schon in den 60er Jahren diskutiert. Robert Theobald und Erich Fromm waren die Leute in den USA. Automatisierung der Gesellschaft, Grundeinkommen, um den gegenzusteuern. Ne? Umso weniger ich Erwerbsarbeiter habe, umso mehr muss ich sagen, umverteilen über andere Wege, nämlich politische Umverteilung, nicht über den Markt. Das steht dahinter. Eine andere Form von der Gesellschaftung brauche ich nicht diskutieren. Es ist uralt und der Kapitalismus hat es aber immer wieder geschafft. Immer wieder. Durch Kürzung von Lebenszyklus von Produkten, durch eingebaute und so weiter, Obsoleszenzen und so weiter, dieses Rad des Produzierens und des Konsumierens am Leben zu halten, weil das ist das entscheidende Rad, damit Kapitalismus überhaupt funktioniert. Denn ohne diesem Rad könnte er keine Profite machen, der wäre tot. Das heißt also, Sie merken schon, wenn Sie an das Thema Paradiesparadoxon rankommen, andere Distribution, sind Sie automatisch, wie er vorhin sagte, an anderen Denke und Diskussionen, auch politischen Aktivität über Produktion. Wer bestimmt hier eigentlich, was und wie produziert wird? Also ich will damit nur einfach verdeutlichen, dass das nicht so ohne weiteres mit der Antwort Grundeinkommen getan ist, weil ich könnte mir auch eine Diktatur vorstellen, die allen Leuten die Grundbedürfnisse abdeckt, aber letztlich die Entscheidung, wie und was produziert wird, behalten weiterhin, wie jetzt im Kapitalismus, die Eliten. Also Sie merken, Grundeinkommen zieht man irgendwo hoch an der Stelle, macht die Automatisierung dran, plötzlich kommt man auf andere Debatten. Also ich gehöre mit zu denen, die vor 10 Jahren diese Veranstaltung da organisiert haben. Und damals habe ich eigentlich gedacht, es ist eine vorübergehende Sache. Und ich sehe also, dass wirklich breit diskutiert wird. Also es ist wichtig, offensichtlich, interessiert und so. Aber ich vermisse immer diese Verbindung wirklich zur Politik, so wie das hier angesprochen wurde. Also wenn wir unter uns diskutieren, nicht über das bedingungslose Grundeinkommen, über wie sich die Welt entwickelt bei Attac und was notwendig ist, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, aber es gibt einen Konsens. Und der Konsens heißt, der Kapitalismus wird diese Probleme nicht lösen können und dann wird aufgezählt, aus welchen Gründen. Das ist eben auch der Wachstumszwang, das sind die 6%, die kommen müssen, wenn sie nicht kommen, dann bricht eben alles zusammen und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von, nicht? Also diese Ressourcenproblematik und so. Und plötzlich höre ich von, ob das Althaus ist oder wie gesagt, von vielen Ecken, die ich als neoliberal bezeichnen würde, Vorschläge fürs bedingungslose Grundeinkommen und auch also von der linken Seite. Ja. Und also ich bin der Meinung, das bedingungslose Grundeinkommen wird wahrscheinlich kommen. Aber es wird als Instrument
zur Erhaltung der bestehenden Verhältnisse kommen. Es ist so viel Reichtum da, und das wird ja ständig produziert, ja, dass also die Leute, die Interesse haben an einem Bestehen der kapitalistischen Verhältnisse, marktwirtschaftlich oder was weiß ich, es wird wahrscheinlich so sein, dass sie also mit links sozusagen die materiellen Grundlagen schaffen werden, um das zu erreichen und damit eine gewisse Ruhestellung zu erreichen. Es ist ja sympathisch, dass die normalen Menschen wenig brauchen im Verhältnis zu dem, was also da oben bei den Bankern und so weiter als notwendig erachtet wird und die um ihre Bonis raufen. So. Aber es wird auch das Moment sein, was also dann ausreicht, um sozusagen die kapitalistischen Verhältnisse nicht zu verändern. Ja. Der Warren-Buffet hat gesagt, wir befinden uns im Klassenkampf. Und wir werden diesen Klassenkampf gewinnen. Ja. Und irgendwo habe ich dann auch Argumentationen gefunden, die genau in diese Richtung lagen. Wir werden denn so die Münder vollstopfen, alles geben, was sie brauchen. Hauptsache, wir erhalten die Macht und die Verhältnisse und so weiter, die wir für richtig halten. Okay. Also das ist mal so ein Gedanke, den ich mal mit in die Debatte werfen will. Da würde ich gerne gleich replizieren, weil das ist eine klassische Frage, die auch berechtigterweise kommt immer. Es gibt für mich drei Argumente, damit ein bisschen, also für mich differenziert mit dem Thema umzugehen. Erstens, fast alle linken Projekte stehen in Gefahr, ich nenne es jetzt mal Linke, ob Sie als Linker verstehen, ist mir jetzt egal, aber Sie wissen, was ich meine, stehen in Gefahr, vom Kapitalismus geschluckt zu werden. Und fast alle Projekte sind auch geschluckt worden. Erstes Projekt. Frauen sollen auch Erwerbsarbeit durchführen dürfen. Was hat Clara Zetkin dazu geschrieben? Das ist wichtig, weil die Frau dann ökonomisch unabhängiger vom Mann wird. Sie ist nicht nur die Hausfrau, die wartet, was der Mann nach Hause bringt, wenn sie ihn vorher schon aus der Kneipe abholt, sondern sie kann ihr eigenes Geld verdienen. Was hat der Kapitalismus daraus gemacht? Nämlich das, was Clara Zetkin schon gesagt hat. Aber sie wird dann Sklavin eines anderen Herrn, des Kapitalisten. Punkt 1. Und jetzt haben wir die Situation, dass Frauen sowohl nach wie vor ökonomisch abhängig in der Tendenz von Männern sind, weil sie weniger Einkommen haben, Sie kennen das, ne? Und zweitens faktisch Sklavin des allgemeinen klassischen Kapitalismus sind. Geschluckt. Arbeitszeitverkürzung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine radikale Arbeitszeitverkürzung in Deutschland durchmachen können. Aber nicht als linkes Konzept, sondern durch Arbeitsverdichtung. Auch Verkürzung der Wochenarbeitszeit zum Teil. Aber Arbeitsverdichtung heißt höherer Ausbeutungsgrad. Was hat die Linke dagegen immer argumentiert, auch bei Attac? Zumindest mit teilweise Lohnausgleich, glaube ich, die Beschlusslage heißt, glaube ich, sogar, oder Vollm, und Personalausgleich. Bei der wachstumskritischen Szene gibt es ebenfalls ein linkes Konzept und ein neoliberales Konzept. Das Linke vertreten die Leute, die sich wachstumskritisch mit dem Thema in Attac auseinandersetzen, zum Beispiel. Oder die ganzen großen wachstumskritischen Kongresse hier durchführen in Leipzig. Da war immer klar für diese Ebenen, wenn ich den ökologischen Gürtel, also den Ressourcenverbrauch, enger schnallen muss, dann muss ich für gleichen Leibesumfang sorgen. Das meint, ich muss umverteilen innerhalb der Gesellschaft. So ein einfaches Beispiel, wenn ich mir eine ökologische Waschmaschine leisten will, muss ich die auch bezahlen können, mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Der Gegenspieler, auch Wachstumskritiker, ist Meinhard Miegel. Der sagt, alle müssen den Gürtel enger schnallen. Es gibt keine Umverteilung. Das heißt, er verschärft die soziale Ungleichheit sogar noch, weil die Produkte dann durch entsprechende steuerliche Maßnahmen, um die faktisch weniger konsumfähig zu machen, höher bezahlen zu lassen, ich sogar unsere Einkommensschicht noch mehr benachteilige. So, und jetzt sind wir wieder bei dem politischen Thema. Sie bekommen emanzipatorische Konzepte, egal welcher Art, nur dann hin, wenn eine breite Schicht der Bevölkerung sagt, so wollen wir es. Nicht die Parteien. Die Parteien sind, oder Parteimenschen, Opportunisten vor dem Herrn. Das hat mal meine Chefin so schön gesagt. Wenn der Druck in der Gesellschaft groß genug ist, und das beste Beispiel war die AKW-Geschichte damals, dann wandelt sich etwas. Dann werden auch die Parteien ein Stück Wandlung mitmachen wollen. Vieles dämpfen. Was war der Hintergrund? Jahrelange Anti-AKW-Bewegung, kennen Sie?
Das war der Grund quasi, dass auf der parteipolitischen Ebene Verkürzung der Laufzeiten bzw. vollkommener Ausstieg beschlossen wurde. Der wurde durch die CDU wieder verlängert. Dann kam Fukushima und dann hat es wieder zurückgenommen. Aber die Basis dessen, dass wir in Deutschland stolz drauf sind, was überhaupt nie ausreichend ist, weil die stehen auf 100 Kilometer weiter nach der Grenze, das ist klar, ist, dass es so etwas wie eine politische Bewegung gegeben hat für das Thema. Und dass sich die politische Bewegung eben nichts Butter von Brot nehmen lässt. Also das wäre so mein erster Zugang. Zweitens können Sie natürlich die Konzepte von Althaus anschauen. Das ist ganz klar, da wissen Sie, wessen Geistes Kind er ist. Insofern haben wir in Deutschland einen Vorteil, dass er selbst in seiner eigenen Partei nichts mehr zu sagen hat. Das Bürgergeldthema ist tot. Ganz klar. Und die dritte Argumentation ist schlicht und ergreifend, wenn Sie das nicht im Zusammenhang mit den anderen Punkten, die ich vorhin nannte und auch politisch erkämpfe, wenn Sie also zum Beispiel im Argument, wir machen die alle irgendwie satt, ne? Das war so ein Argument, kommt auch von vielen, auch aus den Eliten her, und dann haben wir die faktisch alle stillgelegt, ne? Und wir können weiterhin bestimmen. Wenn Sie das Gurtzsche Argument, oder was ich hier auch bringe, mit partizipativen Räumen und so weiter, nicht ernst nehmen, dass öffentliche Räume erstritten werden politisch, wo Menschen ganz neue Produktionsweisen ausprobieren, ob das soziale Zentren sind, ob das die ganze Transition Town Bewegung ist, die sagt, wir müssen in den Städten wieder mehr Subsistenzwirtschaft für uns betreiben, bis hin zur Übernahme auch von stillgelegten Fabriken und so weiter. Wenn Sie das nicht mitdenken, auch beim Grundeinkommenskonzept, dann haben wir in der Tat verloren. Deswegen Einbettung in ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Ohne dem möglicherweise mit hohem Verlust. Ich habe noch eine Frage. Die Frage mit der Freiheit, ja. Dass gesagt wird, es ist das Recht des Menschen, ernährt zu werden, auch wenn er nicht arbeitet. Da ist meine Frage, die ganze Menschheit kann doch ohne Arbeit nicht existieren. Mhm. Warum kann man nicht vom Einzelnen dann auch den Beitrag verlangen? Also ich habe immer gehört, wo es Rechte gibt, da gibt es auch Pflichten. Mhm. Ja, und dann zu sagen, nee, das ist ein Verstoß gegen die Freiheit, das ist nicht so ganz, das Verstoß gegen die Menschenrechte. Klar. Also ich sage immer, der Löwe muss jagen, die Ente muss gründen, der Mensch muss arbeiten. Ja. Und okay. Nach der Logik wäre ja der Löwe im Zoo erst richtig frei, weil er dann vom Jagdzwang befreit ist. Okay. Im Zoo. Ja. Also Sie müssen mit dem Grundeinkommen erstens auch noch einkaufen gehen, das zum Jagdzwang. Ja. Aber schlicht und ergreifend, also Menschenrechte kennen bestimmte Pflichten nicht. Das halten wir fest, das kann man trotzdem sagen, warum gibt es die Pflicht nicht? Die brauche ich gar nicht mehr. Und das hängt mit der Eingangsfrage, die ich gestellt habe, zusammen. Wir reden ja weg vom Zwang zur Arbeit. Die tiefste Überzeugung, das ist das Menschenbild, das kann man teilen oder nicht, hinter dem Grundeinkommen ist, so hat es Gurtz mal auf den Punkt gebracht, wenn Sie die nicht teilen, dieses Menschenbild, kommen Sie nie zum Grundeinkommen. Der Mensch ist ein Wesen, was sich sinnvoll betätigen will, sinnvoll. Was Anerkennung sucht, was sich auch mit anderen struppeln und streiten will um das bessere Konzept. Und das darf man bitte schön nicht verwechseln mit dem Thema Erwerbsarbeit. Und dahinter steht auch die klassische Auffassung von Karl Marx, der sagte, wir brauchen eine Gesellschaft, die weg von der Entfremdung, weg von der Existenznotpeitsche, damit ich arbeite, sagen wegkommt, sondern die dazu herkommt, das ist auch Charles Fourier, dass die Menschen ganz sicher, hundertprozentig etwas miteinander tun wollen, was sinnvoll ist, was auch notwendig ist, demokratisch organisiert, um es unnötig auszubremsen. Und dazu muss ich aber, damit wir erstmal dahin kommen, die Existenznotpeitsche wegbringen. Das ist wieder die Voraussetzung. Man muss dem nicht zustimmen, ich sage nur, das ist ein Argument. Ja, da geht es um die Art Teamwork, die gemeinsame Verantwortung wahrnehmen. Ja. Gemeinsam. Ja, und ja. Genau das Grundeinkommen wäre so mein Argument, gibt den Leuten erstmal die Möglichkeit, das ist eine Freiheitskomponente, verantwortungsvoll tätig zu sein. Heute kann ich mich zurückziehen, ich muss den Job machen. Egal wie Rüstungsproduktion damit angekurbelt wird, egal wie viel unüblichen Scheiß damit herstelle, weil ansonsten lande ich bei Hartz IV. Das Grundeinkommen setzt in Sie die Verantwortung viel mehr. Sie müssen gar nicht mehr etwas tun aus Existenznot. Sie sind verantwortlich dafür, was Sie tun. Das erzeugt mehr Freiheit. Ja, und da sind wir uns ja eigentlich weg von diesem starren Arbeitsbegriff. Genau. Dann ist es dann nur richtig, dass man dann sagen könnte, auch was so schmutzige und dreckige und schwere Arbeit ist, die muss einfach auch gut bezahlt werden. Also das ist die klassische Frage, die Sie am Biertisch überall im Café kriegen, egal, ich bin Biertrinker, deswegen rieche ich mal vom Biertisch. Wer macht dann die dreckigen, schmutzigen Arbeiten? Da gibt es 3, 4 Antworten. Die erste, entweder besser bezahlt, damit Leute das machen. Genau. Zweitens, automatisieren.
Also es ist enorm viel an dreckiger, schmutziger Arbeit schon automatisiert worden. Doch, kann man machen. Nicht alles, ganz klar. Und drittens, im schlichten Ergreifen, ich kann über Steuern, dass die Leute selbst Müll vermeiden zum Beispiel. Indem ich Plastikbags, brauche ich jetzt nicht weiter erläutern, faktisch aber sowas von teuer mache, dass die Zwangsschraube über Steuern so weit kommt, dass relativ viel Schmutz und Müll, nicht jeder Dreck, da sind wir uns vollkommen einig, verhindert wird. Also das sind so drei klassische Antworten, gibt es garantiert noch mehr. Aber es geht in die Richtung. Es gibt noch viel darüber nachzudenken, darüber zu diskutieren. Für heute sagen wir mal herzlichen Dank. Danke Ihnen. Wir werden an dem Thema weiter nachdenken.